Hallo zurück zu einem neuen Bauvideo. Wie ihr in der Beschreibung im Titel sehen könnt, handelt es sich um ein Steinzeit-Canyon, könnte man sagen. Ich habe mich entschieden, in Anlehnung an die History Challenge ein kleines Steinzeit-Domizil zu erschaffen. Die History Challenge geht so, dass man in der Steinzeit anfängt oder, ich weiß gar nicht, mit Adam und Eva meinetwegen und sich dann in ein bisschen größeren Schritten fortbewegt. Größere Schritte als in der Decades Challenge, wo wir ja wirklich nur mehr oder weniger nur das 20. Jahrhundert erkunden. Und hier geht es dann eben von der Antike übers Mittelalter bis dann eben auch zur heutigen Zeit. Und da fängt man in dieser Zeit eben in der Steinzeit an. Und dazu wollte ich ganz gerne so einen kleinen Canyon eben erstellen. Ich habe dafür Oasis Springs gewählt und dachte, das passt ganz gut, weil das so wild und unbewohnt aussieht. Und habe deswegen hier auch ganz viele Steine eingebaut. Ich wollte halt, diese Steine hätte ich auch einfach auf den Boden setzen können oben. Aber ich wollte das so haben, dass man verschiedene Stockwerke hat, die man auch beide nutzen kann. Und ja, der einzige Nachteil, der dabei jetzt entstanden ist, ist, dass man unten halt keinen richtigen Boden hat. Also das ist quasi, Fliesen oder Inneneinrichtungsboden, den man da benutzen muss. Das finde ich nicht so gut. Aber da gibt es auch eine Möglichkeit. Also ich habe da zwei verschiedene Varianten gemacht am Ende und das kann man sich dann halt aussuchen, was man praktischer oder schöner findet. Da hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit der Decke, weil das dann irgendwie nicht so geklappt hat, wie ich das wollte, dass dann die Decke wieder kommt und wieder verschwindet und nur in dem einen Teil und nicht in dem anderen. Und habe dann erstmal so ein bisschen versucht, überhaupt eine Form zu finden, die mir gefällt. Und habe dann aber das so ungefähr dann irgendwann auch gelassen. Genau, und also ich wollte ein kleines Steinzeit zu Hause und da könnte man jetzt zum Beispiel die grüne Wiese benutzen oder aber dieses Ockerfarbene, was ich da jetzt gewählt habe, und das sieht so eigentlich auch in Ordnung aus, aber wenn man das Gitter ausschaltet, dann hat man das Problem, dass man die Kanten von den Fliesen halt erkennt. Und das ist nicht so wunderschön, da muss man sich halt überlegen, ob man damit spielen möchte, ob man damit klarkommt oder ob einen das dann doch stört. Mich hat es ein bisschen gestört, deswegen habe ich das dann auch nochmal mit der Wiese ausprobiert und habe jetzt aber zum Hochladen und für die Screenshots trotzdem hier diese ursprüngliche Variante gewählt. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Ende vom Video nochmal getestet habe, dass ich das Grüne auch zeige, aber ich glaube, man kann sich es ungefähr vorstellen. Es sieht halt dann ein bisschen idyllischer aus und nicht ganz so in der Wildnis verloren. Ich finde, durch diese Steine und dieses Karge bekommt das schon noch so ein bisschen mehr das Flair, dass man da wirklich in der Steinzeit eben ist. Wobei natürlich auch, je idyllischer das ist, wenn man das jetzt wirklich mit Adam und Eva anfangen wollen würde, dann wäre so eine paradiesischere Gegend schon auch netter. Also dann würde vielleicht das mit der Wiese besser passen. Das kann man sich dann ja überlegen. Ja, ich habe dann hier diesen Kompromiss dann auch wieder. Ich spiele ja nicht mit Custom Content, das wisst ihr ja vielleicht. Deswegen geht es dann hier wieder dran, Kompromisse und andere Optionen zu finden. Das war auch nicht so leicht, weil da muss man dann erstmal versuchen, überhaupt den Stein da drüber zu bekommen, dass das einigermaßen geht. Und dann gibt es aber wieder das Problem, dass man das Ganze ja eigentlich auch spielbar machen will. Und wenn ich das spielen können will, dann muss ich eben auch eine Ecke von dem Zelt sehen, und damit ich das anklicken kann im Gameplay, sodass dann der Kompromiss daraus entsteht, dass man das Zelt ein bisschen rausgucken lassen muss, was dann wieder ein bisschen blöder aussieht. Aber ich denke, ich bin ja auch nun mal kein riesen Baumeister und baue hier einfach die Sachen so, wie ich selber die in Ordnung fände, für mich zum Spielen, für mich persönlich. Und wenn euch das nicht genug ist, dann gibt es ja auch noch andere Leute, die
wirklich unglaublich viel Mühe sich machen beim Bauen und da dann vielleicht noch ein bisschen perfekteres Ergebnis rausbekommen, schöneres. Oder ihr versucht euch selber nochmal dran. Oder ihr ladet euch eben den Custom Content runter. Da gibt es wirklich schöne Sachen für die Steinzeit. So Tierfellklamotten oder auch solche kleinen Häuschen mit, ja, wie heißt das nochmal, mit Mammutstoßzähnen als Eingang. Also die sind wirklich cool gemacht. Die würde ich mir auch in der Tat gerne holen, aber da bin ich trotzdem noch nicht überzeugt genug von, um da doch meinen Computer mit noch mehr Ballast zu belasten. Genau, dann habe ich, wie gesagt, auch die obere Stufe, also die beiden Ebenen nutzen wollen und habe dann da oben mich dafür entschieden, so eine kleine Oase hier wenigstens hinzuschaffen, wenn ich schon unten das alles so ein bisschen karg lasse. Da kommen zwar auch noch Pflanzen hin, aber eben nicht so schön idyllisch. Und das habe ich dann hier oben gemacht, wo ich dann gleich, nachdem ich die restlichen Steine da noch rumplatziere, genau so einen kleinen Pool hinpacke. Weil natürlich in der Steinzeit auch das Problem ist mit der Körperhygiene, wo baden wir uns und überhaupt. Deswegen habe ich dann hier mich für die Pool-Variante entschieden. Und das in der Hoffnung, dass das auch klappt, wenn die Sims da baden gehen, dass dann die Hygiene ein bisschen steigt. Das ist ja manchmal ein bisschen problematisch, beziehungsweise geht ja nur ein bisschen oder nur bis zu einem gewissen Punkt. Also ich glaube, da muss man schon trotzdem ordentlich leiden, wenn man das dann so machen möchte. Aber es ist zumindest eine Option. Und sehr sauber sieht das Wasser ja natürlich auch nicht aus. Genau, natürlich dann oben und unten nochmal so ein Pipi-Busch, damit das auch geklärt ist, das Bedürfnis. Dann wollte ich hier das so ein bisschen anpassen an die Steine. Das war mir dann aber ja eigentlich zu krass. Also ich wollte da halt so Kieselsteinmäßig, ja, so ein bisschen Fritt-Feuer-Stein gegen schaffen. Glaube, ich habe das dann aber noch mal ein bisschen sanfter gemacht, genau, beziehungsweise mit noch anderem durchzogen. Ja, man hatte auch einen relativ weiten Weg. Das ist natürlich jetzt hier die hinterste Ecke von dem Grundstück. Aber ich glaube, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Da vorne ist ja die eine Treppe unter dem Stein versteckt. Die guckt später, glaube ich, auch noch mal mehr raus, weil so natürlich die Beine der Sims halb in dem Stein verschwinden, was dann auch wieder nicht ganz so realistisch ist. Hab dann hier hinter dem Baum, ja, da wo der Busch jetzt steht, glaube ich ungefähr, da auch noch mal eine Treppe aufgebaut, damit man direkt von der Höhle sozusagen hier hoch zu dem Teich kann. Und das geht, glaube ich, dann auch ganz gut. Dann hat man quasi das Badezimmer im oberen Stockwerk. Ich finde, das wirkt dann da hinten ganz kuschelig eigentlich mit dieser grünen Oase. Und ja, hier unten habe ich dann eben noch so ein paar Bäume, Pflanzen zugefügt, damit das nicht so ganz leblos ist. Und finde, das kommt auch ganz gut. Also es wirkt da ganz gut. Das sind auch so ein paar coole Bäume dabei, die eben groß genug sind, dass sie da wirklich auch weit hoch hinaus gucken. Ja, was habe ich denn da noch gemacht? Ich weiß gar nicht. Ich habe, genau, was ich hier unten halt noch gemacht habe, ist dann noch so ein paar Notwendigkeiten zugefügt. Also man braucht ja zum Beispiel in der Regel auch einen Mülleimer und dann dachte ich mir, ach ja, genau, dann wieder das Problem mit dem Zelt, dass das da ein bisschen rausguckt. Und immer wenn man das festhält, dann sieht das ein bisschen anders aus, dann ist es ein bisschen höher, als wenn man es dann doch wieder loslässt. Also man muss dann so ein bisschen Spielraum noch mit einkalkulieren, deswegen sieht es dann doch immer ein bisschen anders aus, als man das eigentlich gerne hätte. Ja, noch ein bisschen Privatsphäre da hinten in der Badekammer sozusagen. Und ich habe dann, genau, dann dachte ich, was hat man denn noch so für Aktivitäten gehabt in der Steinzeit? Und dann ist mir die Höhlenmalerei eingefallen. Und deswegen habe ich da ein oder zwei sogar, ich glaube eigentlich nur eine, Staffelei versteckt, auch in einem Stein, dass man die Leinwand dann gerade so sehen kann, wenn das bemalt wird. Und ich hoffe, das funktioniert auch. Also ich glaube, ich habe das auch alles getestet, und das müsste auch eigentlich alles funktionieren. Aber es ist natürlich, wie gesagt, es sind eben Kompromisse, weil ja, so ist das eben. Aber finde ich auch nicht schlimm. Es ist einfach, es ist ja nur ein Spiel und es ist eben alles auch improvisiert, weil man ja
die Sachen nicht hat, wenn man die sich nicht runterladen möchte. So, ich finde, von oben sieht es aber eigentlich schon mal ganz gut aus und da überlagern sich die Steine eben auch so ein bisschen, dass das wirklich wie solche Geröllkanten aussieht. Und klar, manchmal sieht man dann schon noch die Kante von der Wand durchgucken, aber naja, das fand ich nicht so schlimm. Genau, dann habe ich jetzt hier, da kam ich auf die Idee, dann nochmal einen kurzen Weg einzubauen, habe den Pipi-Busch versetzt und genau, dann da natürlich musste noch ein Stein hin, der die Treppe so ein bisschen verdecken kann. Und ich glaube, da ist mir das dann jetzt nicht so gut gelungen, dass das. Oder? Ich weiß gar nicht. Ja, doch. Ach, guck mal, genau. Das sieht doch ganz gut aus. Dass die Treppe halt so ein bisschen durchguckt. Ich meine, wenn man da öfter hochklettert, dann zeichnen sich sicherlich auch irgendwann so ein bisschen Stufen ab und dann geht das schon. Das kann man sich sicher so einbilden. Ja. Und dann, ja, natürlich ist das Problem, dass ich da jetzt nicht sprühen kann am Boden, deswegen habe ich so ein paar Fliesen um die Bäume drumherum zumindest so ein bisschen moosbewachsen gemacht. Da habe ich dann ausgetestet, das war mir doch ein bisschen sehr grün. Also deswegen wollte ich es nicht komplett grün machen. Kann man natürlich, dann ist es eben ein bisschen gemütlicher, ein bisschen wohnlicher, aber ich habe mich da jetzt eben nicht dafür entschieden und habe das so gelassen. Und in den Stein oder gegenüber irgendwo kommt dann auch die Leinwand hin. Ich habe mich auch bemüht, steinzeitliche Pflanzen zu verwenden, also Moose und Nadelbäume, nee, nicht Moose, Farne. Und ich glaube, das passt dann auch ganz gut. Oben habe ich natürlich den einen Laubbaum, aber das denke ich auch okay. Genau, und da habe ich jetzt experimentiert mit der Leinwand, dass die oben noch so ein bisschen rausguckt. Das, ja, finde ich ist okay, denn ja. Und habe ich doch zwei genommen? Ich glaube, ich habe vielleicht doch zwei. Kann aber sein, dass ich die auch nochmal umgestellt habe. Ich habe gerade im Kopf, dass die im Screenshot später oder gleich dann woanders steht. Und genau, den Mülleimer auch versucht, im Stein zu verstecken. Und ich hoffe, dass das dann auch alles so funktioniert. Das müsste eigentlich ja noch so ein bisschen dekoriert. Und ich finde, so langsam sieht es eigentlich echt ganz nett aus. Und ja, da habe ich dann ausprobiert mit so ein paar Sims und dann habe ich mich doch entschieden, da noch ein paar Bänke und also Sitzgelegenheiten einzubauen und einen Briefkasten eben. Und dann kommen wir auch schon ganz, ganz gleich zu den Screenshots und ich hoffe wirklich, dass es euch gefallen hat und freue mich auf euer Feedback. Bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht nächste Woche wieder bei einem anderen Bauvideo vielleicht. Oder was auch immer, worauf ihr gerade Lust habt. Ihr könnt ja auch alte Videos anschauen. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!